This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute geht es um Altlasten, um Schwermetallbelastungen, um Amalgamfüllungen, Quecksilber und sowas. All dieses Zeugs. Und zwar ist es eben ein Punkt, den viele gar nicht bedenken. Auch wenn sie anfangen zu fasten, ihren Körper zu reinigen, sich besser zu ernähren, mehr Rohkost integrieren. Und dann ist eben der Punkt, dass sie sich trotzdem schlecht fühlen, dass sie trotzdem depressiv sind. Machen da jahrelang rum. Aber jedes Mal kommt wieder alter Mist aus dieser Amalgamfüllung in den Mund. Und du fühlst dich schlecht, du hast Depressionen. Und es geht vielen Leuten so, die wissen gar nicht, was sie machen sollen, geht's total schlecht. Und haben eben einfach noch Altlasten im Körper. So. Einmal gibt es dazu Bedenken nämlich, dass ja, Amalgamfüllungen, ob man selbst welche hat oder sonstige Füllungen. Amalgam ist so das Schlimmste eigentlich, das Schlechteste an den Materialien. Oder ob man sonst noch irgendwelche Belastungen abbekommen hat. Bei der Mutter ist es dann auch so, besonders ans Erstgeborene gibt es viel weiter, wenn die Mutter Amalgamfüllungen hatte. Und diese Belastungen sind noch im Körper und da kann man sich einfach, ja, wenn man dann das Fasten anfängt und den Körper reinigt, es bringt nicht viel. Man fühlt sich trotzdem depressiv, man fühlt sich schlecht, man fühlt sich schlapp und denkt sich nach Jahren, hey, es wird nicht besser. Und ja, so geht es vielen Leuten und deswegen wollte ich hier heute einfach nur mal darauf eingehen, damit euch das einfach mal bewusst wird, falls ihr da noch nie dran gedacht habt bei euch. Genau. Und ich kenne mich im Expliziten gar nicht so genau damit aus, weil ich nie Füllungen hatte und ja, da keine größeren Altlasten habe oder mir nicht bewusst sind und mir es auch sehr gut geht. Joachim hat sich damit zum Beispiel sehr beschäftigt. Er hat einen YouTube-Kanal, Kohle und Kamera. Genau, früher hieß er Difference is a Virtue, glaube ich. Genau. Da könnt ihr mal vorbeischauen, der hatte sich viel mit Quecksilberbelastungen, Amalgamfüllungen eben beschäftigt, wie man ja, Schwermetalle ausleiten kann, was man da unterstützend machen kann. Und einen Punkt möchte ich eben nur ansprechen, dass wenn man Amalgamfüllungen selbst hat, dass man die eben unter Schutzatmosphäre professionell wirklich entfernen lassen sollte, damit da beim Rausmachen nicht alles noch gelöst wird und noch alte Reste drin hängen und das dann erst wieder in den Kreislauf kommt, in den Organismus und man sich dann genauso schlecht fühlt. Aber es ist eben ein wichtiger Punkt, den ich jetzt einfach mal ansprechen wollte, weil es eben so ist, dass viele anfangen mit Fasten, mit Rohkost und dann sich wundern, hey, mir geht's immer noch nicht gut, ich mache das 3 Jahre und faste regelmäßig seit 3 Jahren. Ja, wenn du Füllungen hast und da löst sich immer wieder was. Das ist einfach nur ein Endlosspiel hier. Wie nennt sich's? Der, wo den Stein immer wieder den Berg raufgerollt hat. Ja. Es ist einfach nur ein endloser Kreislauf und man kommt zu nichts. Deswegen wollte ich den Punkt einfach nur kurz und knackig mal ansprechen. Wenn ihr Amalgamfüllung habt, lasst sie unter Schutz entfernen. Ansonsten schaut zum Beispiel mal auf den Kanal, wie gesagt, von Joachim, Kohle und Kamera. Und dann, ja, ich glaube, Klinghardt hat viel mit Schwermetallausleitungen gemacht. Dr. Klinghardt, wenn ich Infos zu finde, die verlinke ich jetzt auch mal unten drunter, genau in der Infobox. Ja, aber ansonsten kurz und knapp, nur einfach als Info. Wie gesagt, ich bin da nicht explizit ins Detail gegangen, aber mir ist einfach bewusst, dass das bei vielen eine Rolle spielt und viele wundern sich dann, hey, nach Jahren, da wird's nichts besser, ich bin depressiv. Genau, ansonsten macht's gut, Leute. Schönen Tag euch noch. Ciao.